Jetzt geht Messner in seinem Aufsatz natürlich Schritt für Schritt vor. Wir müssen uns jetzt nicht die amerikanischen Ritualtheorien reinziehen. Das müssen wir jetzt nicht machen. Ja. Aber ein paar Punkte will ich dann doch nennen, weil sie für die Wahrnehmung, das hat zunächst die Beobachtung eines Rituals und die Beschreibung und die intellektuelle Durchdringung zunächst nichts mit christlichem Gottesdienst zu tun. Das sind Ritualstudien, die im Grunde genommen in einem ganz anderen Raum stattfinden, aber die trotzdem die Erkenntnisse daraus können, wenn man das einmal auf den christlichen Gottesdienst überträgt, weil das ja eine der ältesten Rituale auch der Menschheit ist, ja, die immer noch jeden Tag praktiziert werden, ja, kann man trotzdem sehr interessante Beobachtungen machen. Deshalb nur ein paar Stichworte. Also er sagt, er legt hier eine allgemeine Definition zugrunde, die er von einem amerikanischen Forscher hat. Demnach ist ein Ritual die Performance formalisierter, verbal und nonverbal, relativ invarianter Handlungen, die nicht von den Ausführenden kodiert sind. Also, verbal, nonverbal, formalisiert und die sind nicht von dem, der das macht, kodiert. Also, die Gruppe trifft sich und sagt, was machen wir denn jetzt mal? Was sollen wir denn machen? Wie sollen wir denn jetzt die Frauenmesse halten? Oder wie sollen wir denn dies Jahr die Christmette machen? Das ist schon um Lichtjahre an der Sache vorbei. Das steht eigentlich fest, wie die Christmette gefeiert wird. Da gibt es gar keine Diskussion, weil das ein Ritus ist. Oder ich merke das auch in der Beobachtung mancher, und auch bis hin bei unseren Oberhirten, die sich auch im Ritus Freiheiten erlauben, schon bei der Handhaltung, die... Ich weiß nicht, ob sie es nicht merken oder ob sie sich toll finden dabei. Jedenfalls, also es ist klar, dass man bei Doxologie die Hand schließt. Das ist immer so. Das ist beim Vater Unser so, das ist bei jeder Oration so. Jetzt erlebe ich das bei einigen Oberhirten, dass sie das ganz toll finden, das Bistum Amen geöffnet zu lassen. Das ist sozusagen eine subjektivistische Eigenheit, in der man sich, ich weiß es nicht, aber ich frage mich dann, macht man sich jetzt interessant oder nur damit man es anders macht oder weiß man es nicht besser? Aber ich habe eigentlich auch eine Ausbildung gemacht, das lernt man ja eigentlich auch. Und das machen jetzt alle nach. Ist doch klar, die Seminaristen sehen das, der Bischof macht das, ja, dann muss das wahrscheinlich so richtig sein. Viele Priester gucken sich, das habe ich bisher anders gemacht, aber wenn der Bischof das so macht, mache ich das auch so. Das sind solche, ja, das ist kodiert, aber nicht von den Ausführenden, sondern es liegt in der Sache selber begründet. Formalisierung, ein Merkmal, das wohl in allen Listen ritueller Qualitäten sehr weit oben steht, bedeutet einen gewissen Primat der Gestalt vor dem Inhalt. Rituelles Verhalten als formalisiertes Handeln impliziert einen Weg von außen nach innen, vom körperlichen Tun zum geistigen Gehalt, nicht umgekehrt. Formalisierung stellt die expressive Dimension ritualisierten Verhaltens heraus. Das finde ich sehr wichtig. Im Grunde genommen hat man hier eine dessen, was man, darüber werden wir vielleicht im dritten Schritt dann nachdenken, aufgrund dieses italienischen Philosophen, der sagt, die Eigenheit des Katholizismus ist die Repräsentation. Und im Grunde genommen kommt das nirgendwo so deutlich wie im Gottesdienst. Nämlich in der eng geführten Frage, was und wer wird dort repräsentiert? Da ist nicht der Inhalt die hierarchische Kirche oder die synodale Kirche oder was auch immer. Oder ich bin toll, hallo, ich bin euer Kumpel oder sowas. Das ist alles nicht der Inhalt von Gottesdienst. Ja? Das kann ich beim Bier abends machen auf der Kegelbahn, aber nicht im Gottesdienst. Sondern es ist die Repräsentation dessen, was die Kirche glaubt. Und wer da gegenwärtig ist nach unserem Glauben. Fasst man Rituale unter der Kategorie der Kommunikation und Kommunikation als Mitteilung, dann geschieht Mitteilung im Ritual vorwiegend nicht als Vermittlung diskursiver, also mit dem Intellekt erkennbarer Botschaften, sondern als deren Darstellung mit den Mitteln der Kunst. Sehr spannend. Das muss man sich Wort für Wort auf der Zunge zergehen lassen. Also es geht nicht darum, den Leuten ein Ohr abzuquatschen, die ganze Messe durch,
sondern es geht darum, etwas darzustellen. Deshalb fließen eigentlich, man muss leider immer dieses Wort dazufügen, in der Messe ganz viele Dinge zusammen. Deshalb gibt es Paramente, die auch nicht aussehen sollen, als hätte man einen Kartoffelsack aufgeschlitzt oder eine Plastiktüte vom Aldi gekriegt und wird die anziehen und hängt sich dann noch irgendwas um und dann ist es gut. Das ist eine Repräsentation im Gesamtraum. Deshalb gibt es liturgische Gefäße, die auch nicht aussehen, als hätten wir irgendwo einen Blumenübertopf gewonnen, sondern wo es eine innere Entsprechung geben muss. Und ich weiß schon auch, dass auch bedeutende Künstler, zu denen wir heute in die Kirchen und Museen strömen, nicht alle Heilige waren. Caravaggio war ein Mörder. Gesualdo hat auch einen umgebracht. Die wunderbarsten Responsorien, ja, gibt es da aus dem 16. Jahrhundert. Ja, wenn Sie an die Caravaggio-Bilder denken, sind wir heute noch ganz ergriffen. Ich habe neulich erst wieder die Berufung des Matthäus sehen dürfen. Das ist wirklich großartig, ja, aber eigentlich war das auch ein Verbrecher. Aber die hatten einen geistlichen Resonanzboden, die hatten einen Erfahrungsraum. Oder wer denkt heute daran, wenn er in die Sixtinische Kapelle geht und die Decke anschaut, oder das jüngste Gericht, dass Michelangelo ein sehr gewiefter Geschäftsmann war. Der hat einen Papst nach dem anderen ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Aber richtig, der konnte das. Aber er konnte auch malen. Und er war ein Künstler wirklich im Dienst der Kirche. Nicht nur, aber auch. Weil die hatten einen Erfahrungsraum, die hatten, wenn man das mit Guardini sagt, die Fähigkeit zum Kultakt, zum liturgischen Akt. Den hatten die einfach. Was uns heute viel schwerer fällt. Also, wenn heute, manchmal macht das Liturgische Institut ja sowas, oder vor Jahren ist das passiert, dann suchen sie sich irgendwelche Künstler aus und die sollen liturgische Geräte machen. Ja, da kommt dann so ein Donald Duck-Rauchfass raus. Ja, sah aus wie von, wie heißt die, ja, Donald Duck ist das, ist dieser, der das Geld sammelt, ja. Die Walt Disney-Comic, ja. Wirklich, war so angemalt, so eine Mischung aus Tigerente und Donald Duck. Also ich wusste gar nicht, wie man das bedienen soll, ja. Aber es war irgendwie geckig, ja. Oder auch das Taschenabendmahl kommt dann da raus. Wirklich, Sie können das, googeln Sie mal, oder ich kann auch den Katalog mal bei Gelegenheit mitbringen, ja. Alles zum Schrauben. Da kann man, also da hat man so eine Batterie, so Dings, da kann man alles aufschrauben. Sieht aus wie aus dem Ersatzteillager vom BMW, aber Sie können es aufschrauben. Da ist dann irgendwo der Wein drin und die Hostie und das Öl und alles in einem. Haben Sie so eine Weißgoldstange, so ein Ding hier, sieht aus wie eine Taschenlampe, die nicht angeht, ja. Und da, weil da kein Erfahrungsraum mehr ist. Die Künstler finden das sicher interessant, so etwas zu machen, aber der Erfahrungsraum, wie ist das eigentlich, wenn ich einem Sterbenden, einem Kranken die Kommunion bringe? Das hat ein Caravaggio, ein Michelangelo, die haben solche Gefäße zwar nicht gemacht, aber das haben die sicher erlebt, wenn man früher zu Hause gestorben ist. Wie ist das, wenn ich vor einem wirklich Schwerkranken stehe und anfange, so ein Teil aufzuschrauben? Der denkt, er ist in der Intensivmedizin, er kriegt jetzt nochmal eine Spritze oder was, oder kommt dann die Herz-Lungen-Maschine oder was, so sieht das aus. Ja? Also da gibt es keine Entsprechung mehr, weil die Erfahrung, die Resonanzräume fehlen. Und so ist das manchmal auch das gilt für den Bereich der Musik ebenso, den wir zum Beispiel sträflich vernachlässigen. Heute noch eine Schilderung gehört von einem Kirchenmusiker, es wurde irgendwo hier wurde am Sonntag eine Choralmesse gesungen, und zwar Adventus et Quadragesima, die eigentlich vorgesehen ist für den Advent und für die Fastenzeit. Und der Pfarrer hat getobt. Da können wir gleich chinesisch irgendwas machen, ja, was das denn soll. Und der ganze Unsinn dauert alles viel zu lang. Und, ja, also das muss alles rasch und schnell gehen und es soll informieren und vielleicht auch unterhalten, aber nicht. Es geht nicht um Botschaften, die mit dem Intellekt erkennbar sind, sondern in erster Linie eine Darstellung erkennbarer Botschaften mit den Mitteln der Kunst. Sehr wichtig. Durch Stilisierung werden diese Verhaltensweisen vom alltäglichen Handeln abgehoben. Wird eine bewusste Differenz zwischen der Alltagswelt und der im Ritual dargestellten Welt geschaffen. Das würden viele heute bestreiten. Und sagen, nee, das ist ja dann nicht mehr Gottesdienst. Im Gottesdienst muss der Alltag irgendwie vorkommen. Das ist aber eigentlich das ist ein Meeting oder ein Happening, aber kein Gottesdienst mehr.
In der formalisierten und stilisierten rituellen Handlung wird der Mensch, wird die Gesellschaft, wird die Welt insgesamt nicht einfach in ihrem faktisch vorfindlichen Zustand dargestellt, also so wie sie ist, wird sie einfach abgebildet, sondern so, wie sie sein soll, wie sie im Anfang gewesen ist oder wie sie am Ende sein wird. Und er sagt also entweder in einem protologischen oder eschatologischen Modus. Deshalb lesen wir immer die Texte, deshalb beginnt das Evangelium immer in jener Zeit. Das ist die Anfangszeit, die Heilszeit, in der Jesus gelebt hat, in der Jesus in diesem winzig kleinen Land, dort in Palästina, mit den paar Typen, mit denen er da rumgelaufen ist, sozusagen, diese Erlösung begonnen hat, die heute ja andauert und die uns auch ja wohin führt. Ich lese das Evangelium ja nicht wie irgendeinen historischen Text aus der Zeitenwende. Ja, zu sagen, also irgendwie der 45 nach Christus ist da irgendwie haben wir jetzt hier mal so einen Text, wir nehmen heute mal den. Weshalb es dann auch, das ist auch schon ganz klar, weshalb es dann auch nicht geht, gottesdienstliche Texte und Schrifttexte, weil sie normative Texte sind, auch ritualisierte Texte, schlichtweg mit anderen Texten zu ersetzen. Das geht natürlich überhaupt gar nicht. Das war ja mal, ich glaube, die Welle ist Gott sei Dank schon gebrochen, es nimmt ab, aber das war ja Land auf, Land ab. Wir haben das ja selber hier in unserer Kirche noch erlebt, bei bestimmten feierlichen Anlässen, wo wir dann nichts sagen durften und wo irgendeine Frederik, der Propellervogel, Frederik, oder wie war die Lesung? Oder? Oder? Ne? So. Ja. Man fasst es gar nicht. Aber es ist immer noch Wirklichkeit. In den formalisierten Handlungen des Rituals wird durch die expressiven Mittel der Sprache und des nonverbalen körperlichen Handelns eine die Gesellschaft fundierende Situation hergestellt. Ganz knapp gesagt ist für die Eucharistie diese fundierende, rituell dar- bzw. hergestellte Situation die himmlische Stadtversammlung als der Vollendungszustand der menschlichen Gesellschaft, vermittelt durch das letzte Mal Jesu, als die Vorwegnahme des Übergangs in diesen Zustand durch den Kreuzestod hindurch. Das ist eine sehr komplexe Sache. Und wenn wir nicht diese Komplexität durchdringen, wenn wir uns dem nicht stellen, dass es so komplex ist, helfen unsere ganzen Diskussionen, wen wir jetzt zur Kommunion zulassen, überhaupt gar nichts. Weil wir selber noch nicht mal wissen, was es bedeutet, zur Kommunion zu gehen. Also das ist ja alles wohlfeil, zu sagen, ach, machen wir die Runde noch ein bisschen größer. Das ist ja alles schön und gut, es ist furchtbar gut gemeint, es ist vor allen Dingen nett. Aber es geht an der Sache vollkommen vorbei. Wir müssen zunächst mal, noch einmal mit Guardini gesagt, die Grundfähigkeit zum liturgischen Akt überhaupt wieder gewinnen, bevor wir jetzt sozusagen auf einer ganz anderen Ebene reden, ach ja, die dürfen jetzt auch, komm, sind wir nicht so kleinlich. Die Hausaufgaben liegen ganz woanders, finde ich. Die Differenz zwischen alltäglichem Handeln, so Messner weiter, und dessen formalisierter bzw. stilisierter Ausdrucksform eröffnet für die Ausführenden des Rituals diesen grenzartigen Bereich, diesen Zwischenraum. Davon spricht er. Er sagt, es ist ein liminaler Bereich. Ich will nicht zu viele Fremdworte von ihm übernehmen. Ja? Ich versuche es ein bisschen deutlicher zu machen. Jedes Ritual schafft einen solchen Übergang von der zufälligen, wandelbaren Welt des Alltags in den im Ritual expressiv konstituierten und damals als Handlungsraum präsenten, also Ursprungs- und Vollendungsraum. Also natürlich, wir wissen, wo die Messe herkommt. Die Messe kommt vom letzten Abendmahl. Da gibt es sozusagen das Wort, das Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, hören wir in jeder Messe. Das ist sozusagen die Initialzündung. Und diese Situation wird rituell natürlich hergestellt, aber das ist nicht alles, was zur Messe gehört. Sondern zur Messe gehört genauso, und das nicht erst seit Trient, der Tod Jesu dazu, den ja Jesus in dem sich selber schenken, in dem sich selber geben,
und sich so aufteilen in diesem Brot, dass am Schluss nichts mehr da ist und alle haben es gegessen und wir leben davon, indem er sich gibt, wird er sein Tod vorweggenommen. Aber dass selbst in diesem Tod, in diesem sich verschenken und sich geben, ja noch nicht das letzte Wort ist, sondern es gibt einen Durchgang durch diesen Kreuzestod, durch dieses sich verschenken nach Ostern hin. Also so dass Messe auch die österliche Gemeinschaft ist. Das ist wirklich sehr komplex. Ich bin nicht sicher, ob wir das sinnvollerweise Achtjährigen mit unseren Erstkommunion-Unterrichtsmodellen so erklären können. Aber das wäre natürlich wichtig. Denn wenn diese Modelle mit viel Eifer und auch viel Mühe und nervenaufreibendem Zeug verbunden, wenn das alles ist, was Menschen je in der Eucharistie-Katechese hören, ja, dann kann man nur sagen, gute Nacht. Dann wissen wir nicht, was wir da tun. Dann muss ich halt so Ersatz und Surrogate nehmen wie, ja, man kriegt da so ein heiliges Brot und dann nach dem Motto, ja, man kann auch was anderes nehmen. Das ist dann nicht viel. Und es gibt vor allen Dingen nicht Auskunft über das, wer wir sind auch, und wer wir werden in dieser Feier. Finde ich eine wichtige Beobachtung. Ich will noch ein paar, das ist jetzt gleich aber auch zu Ende, aber ein paar Punkte will ich noch von Messner anmerken, weil die wichtig sind.